Leute. Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hey, das ist mein Kanal. Hallo, du hast mir reingeredet. Nee, geht es. Oh Leute, oh mein Gott, ein Drecksmoskito schon wieder. Nicht bewegen. Oh. Dun, 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 dun. Oh mein Gott, und wie? Oh. Siehst du diese Blutstreifen? Da muss gezoomt werden. Leute, ich habe noch ein Moskito erwischt und das ist einfach mein Blut, das aus dem rauskam. Ich wurde so verstochen. Ich habe gerade geduscht, deswegen sehe ich aus wie so ein geprettertes Hühnchen. Ein geprettertes Hühnchen. Soll ich euch mal meine Stiche zählen? Zwei. Nee, Marcia, das will keiner wissen. Drei. Marcia, bitte. Vier. Marcia. Fünf. Marcia. Ich habe über 40 Stiche an meinem Kopf. Alter, das ist einfach zu lang. Weil ich. Hey, lol. Warum sieht es auf der Kamera so übelst langsam aus? Wartet. Das sieht voll komisch aus. Das sieht in Real Life gar nicht so aus. Das sieht aus, als würde der Propeller nochmal so zurückdrehen und dann erst richtig. Hä, lol, warum sieht denn das in der Kamera so aus? Leute, ich gucke Love Island. Ich habe das noch nie geguckt. Aber irgendwie wurde mir das vorgeschlagen. Ich sehe gerade grün aus, weil die Fernseher-Dingswerbung grün ist. Seht ihr, ich bin eigentlich normal. Ich gehe dann jetzt auch schlafen, Leute. Ich gucke das an und schlafe, glaube ich, dabei ein. Bis morgen, bye! Ich bin gerade aufgewacht, Leute. Ich hab lange nicht mehr so gut geschlafen in dieser Nacht. Ich bin mit meinem Laptop eingeschlafen und dann heute erst aufgewacht. Genau in der gleichen Position. Alles, ich bin kein einziger Mal in der Nacht aufgewacht. Junge, ich muss so gut geschlafen haben. Und die ganzen scheiße Moskitos waren auch tot. Ach, irgendwas zu essen, kommt mit. Alter. Ich sehe aus wie ein Scheißhaufen. Und hier liegen überall tote Moskitos. Leute, ich stalk gerade das Profil von dieser Bachelorette. Ich wusste, dass es dieser Alex wird, Alter. Ich wusste es. Sorry, falls ich jetzt die Jon gespoilert habe. Ups. Glaubt ihr, das hält lange? Save ist nächstes Jahr bei Promi Big Brother dabei. Und Single. Leute, ich habe doch gestern meine Haare gewaschen gegangen und bin mit nassen Haaren schlafen gegangen. Und hier sind so viele Aua. Haare sind immer noch nicht ganz trocken geworden über Nacht. Also schon ziemlich, aber hier unten sind die immer noch nass. Deswegen föhne ich die jetzt, dass sie endlich trocken sind. Weil solange die nicht trocken sind, kann ich die auch nicht glätten und nichts machen. Und von alleine trocknen die irgendwie nicht. Kennt ihr das, wenn die Haare dann erstmal abkühlen müssen, weil ihr sonst nicht einschätzen könnt, ob die noch nass sind, weil die irgendwie so heiß sind? Also ich glaube, sie sind trocken, aber ich weiß nicht, ich muss sie kurz abkühlen lassen und dann... Okay, nee, ich glaube, sie sind immer noch nicht trocken. Es hat so lange gedauert, bis jetzt meine Haare trocken waren und ich die glätten konnte, aber jetzt sind sie glatt. Und ich gehe heute noch mein Passbild machen. Musste gleich aber noch erstmal ein Video bearbeiten, weil ich vorgedreht habe für da, wo ich bei der Fischer Academy bin. Oh Gott, ich hoffe, ich habe schaffe meine Prüfungen. Mein Fuß juckt wie scheiße, Leute, mein ganzes Körper juckt. Mein ganzes Körper, mein ganzer Körper. Ah. Ich gehe heute Abend feiern mit Maria. Ich weiß nicht, was ich anziehen soll. Es ist keiner zu Hause, außer ich und Luciano, aber Luciano schläft. Ja, okay, ich will mich nicht. Ich wollte nur wissen, ob du wach bist. Wir haben sturmfrei. Ich weiß. Echt? Ja. Wir haben bist du schon wach? Kann ich glauben, ich habe Muskelkater. Ich habe nämlich wieder Fitness angefangen. Ich war gestern mit Luciano im Fitnessstudio und ich wurde komplett auseinandergenommen. Ach so, Leute, übrigens. Ich habe so viele Fragen von euch bekommen, wie das war mit dem Preis von den Extensions und dem Balayage oder was es ist. Ich kann es euch leider nicht sagen, weil ich keine Ahnung habe. Also es war eine Kooperation mit dem Friseur, wo ich war. Deshalb habe ich das gratis bekommen. Aber ich kann auch null einschätzen, wie viel es gekostet hätte. Ich weiß es wirklich nicht. Aber es kommt auch, das wisst ihr wahrscheinlich, das gibt keinen genauen Preis dafür, weil es bei jedem anders ist. Es kommt drauf an, wie viel Farbe die benötigen, oder Bleich und keine Ahnung, oder Plex oder was für eine Behandlung ihr macht. Oder es kommt auch drauf an, wie viele Extensions ihr euch einsetzen lasst, wie viele Tressen. Und das hängt davon ab, wie dick eure Haare sind, wie dünn eure Haare sind, wie lange ihr eure Haare haben wollt und so, wisst ihr. Deswegen ist es sowieso von Person zu Person unterschiedlich. Ihr könnt nur wissen, wie teuer es ist, wenn ihr mit eurem Friseur oder da beim Friseur einen Beratungstermin ausmacht, dahin geht und dann halt ein Beratungsgespräch führt. Und dann können die eure Haare angucken und dann genau euch sagen, wie viel es kosten würde. Ich kann es euch leider nicht sagen, weil ich keine Ahnung habe. Ich habe ehrlich keine Ahnung, ich kann es null einschätzen. Null. Ich habe auch übelst die Kratzspuren in meinem Körper, weil ich mich die ganze Zeit kratze. Ich habe so richtig fette Kratzer, Alter. Aber es juckt so, ich kann nicht aufhören zu kratzen. Es juckt, ah. Ich habe früher immer Kratzen und Jucken verwechselt. Ich habe immer gesagt, es kratzt voll, ich muss nur nicht jucken. Okay. Buh. Buh, buh. Irgendwie Lust auf was Kaltes zu trinken.
habe irgendwie Bock auf Milch, aber wir haben keine Milch mehr zu Hause. Geil. Die gehören eigentlich meinem Papa. Ich liebe, liebe, liebe Softcakes. Oh mein Gott. Aber ich krieg von denen immer so Durst. Durst. Good job, Kleiner. Good job. Junge, ich habe mich gerade so voll gesabbert. Fuck my life. Hast du eigentlich auch von gestern Muskelkater? Bisschen? Ja. Oh, ich auch ein bisschen. Aber guck mal, ich kann laufen ganz normal. Nicht so wie letztes Mal. Das war ja richtig schlimm, gell? Das sieht voll schön aus, dein Zimmer. Oh. Süß. Okay, jetzt soll ich offen lassen oder zumachen? Luciano. Hallo. Was möchtest du essen? Ich hätte Moskitos im Angebot. Junge, ich habe alle getötet. Ich habe so gut geschlafen. Mein Körper juckt aber immer noch wie Scheiße. Hast du früher auch immer Kratzen und Jucken verwechselt? Hast du es nicht verwechselt? Nicht so wie du. Dafür verwechselt er Zucker und Salz. Tue ich gar nicht. Doch. Tue ich nicht. Doch. Zucker tut nur den Tee, Salz in Salat. Ja, jetzt weißt du's. Also du hast es vor lange nicht gewusst. Nein, ich hab's gewusst. Ich hab's nur falsch gesagt. Ja, du hast es verwechselt. Nein. Natürlich. Nein. Du hast ja falsch gesagt, ist dann Zucker und Salz oder was? Du hast es verwechselt. Ich wusste, was Zucker ist. Ich habe aus Versehen vertauscht. Ihr sag ich doch, verwechselt. Ja, aber ich habe es gewusst. Nein. Ich habe es nur falsch. Du wusstest ja das anscheinend nicht so. Ah. Doch, ach so. Ich dachte nur. Sieht halt auch echt ähnlich aus. Ich verarschen. So, ich wusste, was beides ist. Ich habe es trotzdem vertauscht, okay? Aber hätte ich ein bisschen nachgedacht, hätte ich es gewusst. Denk mal mehr nach. Nein, in der Schnelle. Habe ich nicht gewusst, in okay? In der Schnelle. Folgt halt man gerne Salz mit Zucker. Ich kann echt annoying sein. Au, Karma is the bitch. What's poppin', yo, yo? What's crackin', man? What's good, man? What's good? What's good? What's good? What's good? Hey, homie, hey, homie, hey, homie, hey, homie, hey, hey. Hey, homie, hey, homie, hey, homie, hey, homie, hey. Ich gehe jetzt mit meinem wahrhaftigen Bruder zur Bank. Und zum DM, oder wie? Bruder? Ja. Wohin gehen wir? Man geht jetzt das ein oder andere Scheinchen von der Bahn abheben. Bank meine ich. Wenn die Kamera aus ist, muss ich dir noch ein Geheimnis sagen. Like in every vlog, as always. Ich muss noch, Ich mache meinen Eyebrow Cut. Zwei Stück. Boah, sieht voll krass aus. Ja, wenn du zurückkommst. Sorry, ist nicht. Wenn du zurückkommst, kann ich dich vielleicht vom Flughafen abholen. Echt jetzt? Falls ich bestanden habe. Holst du mich echt ab dann? Das ist ja übelst witzig, gell? Das ist ja schon witzig. Aber ich hätte Angst. Also, ich habe vergessen, den Vlog zu beenden. Ich sitze hier gerade am Schnitt. Ich bin quasi die Marcia aus der Gegenwart. Bei euch aus der Vergangenheit und in dem Vlog aus der Zukunft. Egal, ich bin einfach ich. Übermorgen geht's für mich in die Fischer Academy. Wenn dieses Video hier online ist, dann habe ich den Führer schon entweder schon bestanden oder bin durchgefallen. Vielleicht habe ich auch morgen meine Prüfung. Oh mein Gott, heute habe ich meine Theorieprüfung gehabt, wenn ihr das Video seht. Und morgen habe ich meine praktische Prüfung, wenn ihr das Video seht. Falls ich durch Theorie durchgefallen bin, dann habe ich morgen meine praktische Prüfung nicht. Und falls ich bestanden habe, dann entscheidet sich morgen, ob ich meinen Führerschein kriege oder nicht. Drückt mir bitte die Daumen, ich habe so Angst. Aber bringt nichts. Ich habe Theorie entweder schon bestanden oder bin durchgefallen. Jetzt hier an Marcia aus der Zukunft, wenn du das Video siehst, falls du Theorie nicht geschafft hast. Ist nicht so schlimm, du bist in 2 Wochen dann wieder da. Ich drücke dir aber trotzdem schon mal jetzt die Daumen für, wenn du dann die Theorieprüfung hast. Ich liebe dich, Bruder. Du bist alles für mich. Sonst gehe ich halt wieder hin. Du weißt, Marcia, sonst gehe ich auch wieder hin. Und falls du Theorie geschafft hast, wovon ich stark ausgehe, Bruder, dann packst du morgen auch die praktische Prüfung. Junge, du bist so geil. Ich schwör's dir, wenn du nicht schaffst, dann weiß ich auch nicht. Du schaffst es. Aber wenn nicht, ist doch nicht so schlimm. Dieses Leben wirst du den Führerschein noch kriegen, okay? So, don't worry. Du hast keinen Zeitdruck. Ja, love ya. Leute, ich fühle mich hart von mir geknuddelt. Du dich auch jetzt von mir, wenn du siehst. Ich weiß, du bist allein in dieser Fischer Academy. Du fühlst dich wahrscheinlich echt alleine. Du bist wie so ein Opfer. Also fühle dich jetzt geknuddelt. Boah, bestimmt bringe ich mich selber zum Heulen. Ja, egal. Ja. Fühle dich alle hart von mir geknuddelt, vor allem du dich jetzt, Marci. Ich weiß, du bist gerade einsam und allein und verlassen irgendwo am Arsch der Welt, weit weg von zu Hause. Und bist aufgeregt, dein Vater, in einer Stresssituation.
Egal, du bist bald wieder zu Hause, ob mit oder ohne Lappen. Vielleicht alle für mich nur Lächeln nicht vergessen, auch du, Marci, falls du, ne? Vergiss nicht dein Lächeln. See you, love ya. Bye. Ja, das soll der Blanche bleiben, wo kacken? Oh mein Gott. Bye.